Ja, Purple, auf jeden Fall. Also ich finde, Horizon ist das mit Abstand beste Spiel, was so rausgekommen ist vom Detailgrad, von der Welt, und ist einfach wirklich richtig hübsch. Eine Statue von mir? Und es gibt sogar eins nur mit VR spielbar, ne? Das ist der dritte Teil quasi, der rausgekommen ist. Aber ja, ich muss halt erstmal eine VR-Brille holen, die damit kompatibel ist. Plus Spiel kostet das 550 €. Ja, muss ich auch erstmal Ich habe aufbringen kein dafür. gutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht. Das sieht aus wie vorher. Aber jetzt gucken wir uns mal die Spitze des Speers an. Die kriege ich niemals darauf. Etwas wurde von der Spitze des Turms übertragen. Ich muss wohl irgendwie da hoch. So, das heißt, denke ich mal, wieder klettern, wa? Ah, ich sehe schon. Ich sehe es schon. So, soll ich mich erstmal hier umgucken? Ich glaube, ich schaue mich mal erst hier in der näheren Umgebung um, bevor ich da hochkletter, oder? Vielleicht haben wir ja hier auch weitere Ich könnte Sammelobjekte. vielleicht die Stützen am Fuße des Turms hinaufklettern. Naja, ich weiß. Will ich aber nicht. Ich will mich umschauen. Mir möglichst viele Sachen finden in Im dem Game. eingestürzten Tunnel der Herr. Was eh lange dauert. Jammern ist schlecht für die Moral. Also ich glaube. Also, der erste Teil hat bei mir über 90 Videos auf YouTube Alles ist noch so, wie du es generiert. Weil es noch so viel Entdecken gab, so viel lange, coole Missionen, kurze, lange Kriege, Kämpfe. Einfach geil. Maschinenkadaver. Überreste von der Schlacht der Flamme. Wir wurden fast überrannt von den Maschinen, die Hades kontrolliert. Aber wir setzten uns durch. Bei der Schmiede. Die Retterin von Meridian. Wie geht's? So, hier ist natürlich blockiert, da kommen wir nicht durch. Den Gefallenen in der Schlacht der Flamme zu ehren. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Also echt, wer weiß, was es hier wirklich alles zu finden werden. gibt. Womit werden Katja geboren? Einer Sonnenuhr? Ja. Gibt bestimmt schon so ein Guide, wo man natürlich alle Sammelobjekte findet. Aber ja, da werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall nicht rankommen beim ersten Mal, ne? Typisch Kater, uns Osseram die ganze harte Arbeit machen zu lassen. Die gesamte Stadtwache schaut nur zu, während die Osseram ihre Stadt wieder aufbauen. Wenigstens bezahlen die Kaja dieses Mal dafür, dass wir ihre oh, Drecksarbeit machen. Ich könnte machen. Nachher deinen Rat gebrauchen. Oh, hallo. Hallo, Leute. Bin nur mal vorbeigekommen, um Hallöchen zu sagen. Je härter wir arbeiten, desto mehr haben wir uns nachher ein Bier verdient, Jungs. Wenn
Ein Osseram mit einem Hammer in der Hand geboren werden. Womit werden Kaja geboren? Einer Sonnenuhr? So, da laufen wir jetzt nicht drüber, sonst backen wir da vielleicht irgendwo fest. Sieht wie eine Nora aus, mit einer Menge Waffen. Achtet auf Kanister. Ich will nicht noch eine Explosion. Okay, ich denke mal, da sind wir jetzt fast komplett im Kreis gelaufen. Warte mal, da ist noch einer. Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. So. Also, jetzt geht's hier rauf. Ich hab schon angeguckt, wie das ungefähr geht. Natürlich unsere schönen lieben Sachen hier. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Genau, dafür ist dann der Kreis da, wenn wir davon wegspringen müssen. So, da haben wir den nächsten zum Hochklettern. Genau, jetzt machen wir das so, dass wir natürlich wie in so einem Tutorial natürlich den Kreis trainieren. Die Kreissprünge. So, wo muss jetzt der Zugwerfer hin? Warte mal, da? Ich sollte den Kran ranziehen können. Ah, warte mal. Okay, näher ran. Ja, guck. Das geht. Na, also. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber? Jetzt sollte ich da hochkommen. Mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin er es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Oh. So. Nicht so aus, als könnte ich hier hochklettern. Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Aufzug? Mal sehen. Zugangsliff aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das ganze Ding öffnet sich. Wie kann ich sich das wohl erklären? Da ist der
hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze alles gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nach denen du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja. Tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Aloy schafft es immer, Unglaubliches zu. Du bist reingegangen, er veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil, die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In ein, zwei Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Aloy, schön dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt, wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Setz es auf. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Ich muss jetzt haben wir quasi einen neuen Speer befestigen. Speer. Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Okay, erstmal mit den Freunden sprechen, ne? Ist ein optionales Ziel. Retterin, die Kugel bleibt unberührt, wie der tadellose Marat es befiehlt.
Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Es tut mir leid, Avad. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenakt-Gebiet. Bei der Sonne, die Tenakt? Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Was macht die Gesandtschaft so besonders? Wie heute macht sie eines besonders. Nämlich der Gast. Unsere Delegation trifft sich mit den Tenakt vor Fahrlichtstor. Wir geben ihnen Schätze und sie uns einen Gefangenen. Verscharf. Einen unserer besten Soldaten. Soldat? Nicht eher Räuber? Nein, nicht in diesem Fall. Verscharf ist mein Cousin. Er ist von anderem Schlag als Helis. Er schloss sich der Westexpedition an, weil er hoffte, gewisse Exzesse zu verhindern. Doch er wurde bei der Schlacht um unsere Basis in Zinnobasande gefangen genommen. Und ist bis heute nicht zurück. Dein Cousin, Verscharf. Wie lange ist er schon Gefangener der Tenakt? 5 Jahre. Tenakt-Gesandte schwören, dass es ihm gut geht, aber ich weiß nicht. Der Stamm ist berüchtigt für seine Brutalität. Wie hat er überlebt? Tja, das werde ich bald wissen. Wenn du ihn vor mir triffst, sag ihm, dass ich ihn in Meridian erwarte, wo er hingehört. Wenn ich ihn sehe, mach ich's. Itamin wird glücklich. Du hast ihn aus Sonnenfall geholt. Wenn er glücklich ist, verdankt er das dir. Er wächst zu einem guten Mann heran, der er auch sein muss, wenn er die Krone erben soll. Wäre nicht dein Sohn der nächste Thronfolger? Ja, tja. Dazu müsste ich erst einmal heiraten. Marat versucht schon dauernd, mich zu verkuppeln. Aber ich suche wohl etwas, das diese Damen einfach nicht sind. Auf jeden Fall habe ich den Thron nie begehrt und will nicht ewig darauf sitzen. Wenn Itamen alt genug ist, möchte ich abdanken. Befreit von der Krone, kann ich vielleicht endlich die Welt bereisen. Wer weiß, vielleicht begleite ich dich sogar auf einem deiner Abenteuer. Bei dir klingt das so einfach. Wenn du sagst, Jahre der Feindschaft, meinst du die roten Raubzüge? Ah ja, mein Lieblingsthema. Es tut mir leid, aber ich muss das wissen. Wie du weißt, überfiel mein Vater alle Nachbarstämme. Die Osseram, Banuk und Nora litten sehr und kämpften so gut sie konnten. Aber niemand kämpfte wie die Tenakt. Sie griffen unsere westliche Front an, in Fahrlicht, und jagten uns aus ihrem Land. Sie nach all dem zu Gesprächen zu bewegen, war schwierig. Wie hast du es geschafft, dass die Tenakt jetzt wieder mit euch reden? So wie ich es bei dir geschafft habe. Mit Geschenken. Die Tenakt mögen Kopfschmuck? Eher Metall, Gewürze und Relikte, die unsere Kriegsbeute waren. Wir trafen uns öfter mit ihnen. Und die Geschenke lockerten die Spannung. Aber die jetzige Gesandtschaft ist die wichtigste. Es gibt ein deutliches Zeichen der Tenakt, dass sie langfristig Frieden wollen. Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Ich konnte an fast nichts anderes denken. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es muss sein.
Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Ich will dich nicht aufhalten oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns richtig kennenzulernen. Vielleicht. Okay. Also, okay, das ist ja. Verarschen wir ihn oder sind wir jetzt mitfühlend oder nicht der richtige Zeitpunkt? Ja. Meine, man kann ja. Ist ja eine gute Frage. Also, ich bin halt so ein bisschen. Naja. Da ich nicht schwul bin, möchte ich das nicht eingehen. Also, so auch wenn ich jetzt hier Mädels spiele. Gehen wir mal auf den Witz ein. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich gehe nach Westen, um eine Gefahr abzuwehren. Für Meridian und für viele andere. Ist sie sauer. Glaubst du wirklich, ich denke jetzt an Händchen halten oder Sonnenuntergänge? Oder was? Tue ich nicht. Ja, verstehe. Es tut mir leid, Aloy. Du hast natürlich recht. Bitte vergiss meine Dummheiten. Ich wünsche dir leb wohl. Unsere Hoffnungen begleiten dich. Okay, das war, glaube ich, ziemlich weniger einfühlsam. Also, mein Herz sagt im Grunde jetzt, ich sollte mich bei ihm entschuldigen. Es tut mir leid. Ich dachte, es gäbe nichts mehr zu sagen. Lag ich falsch? Tja dann, auf nach Westen. Die Sonne segnet deinen Weg. Okay. Passt schon. Königswitwe Nasadi. Gesegnete Streiterin. Itamen, wie sagt man? Mein bescheidener Dank, Streiterin, für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall und für die Verteidigung der heiligen Stadt gegen die Truppen des Schattens. War das richtig? Das war sehr gut, Itamen. Und gern geschehen. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Itamen. Ich habe eine wichtige Mission, Prinz. Um die Welt zu retten? So in etwa. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Wäre mir eine Ehre. Wir schulden dir unser Leben. Und das vergessen wir nie. Möge die Sonne dich führen. Achte auf Donnerkiefer, Streiterin! Das ist geil. So, was haben wir denn da hinten? Ein Teil des Todbringers, den ich besiegt habe. Diese Maschine war die letzte Verteidigungslinie für Hades. Sie hat die Kugel hergeschafft und mich beinahe getötet, aber jetzt ist sie nur noch Schrott. So, haben wir hier noch weitere Punkte? Ich warte hier, bis du mich brauchst. So, also, modifiziere den Speer und sprich mit deinen Freunden, aber der eine hat da jetzt nichts mehr drüber. Na, da oben. Da oben haben wir noch einen von den Freunden stehen. Da, eine Werkbank. Ach, gleich. Moinsen. Uthid, Vanasha, danke, dass ihr hier seid. Ist doch klar. Obwohl du uns nach dem großen Kampf so im Stich gelassen hast. Vanasha, nicht. Sie ist jetzt hier, oder? Ja, im Moment. Aber ich kenne doch diesen Blick. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Ich hatte... Kleine Jägerin, bitte.
Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Du hast uns gerettet. Wenn du gehen musst, geh. Mit unserem Segen. Immer. Ihr seht beide richtig gut aus. Mr. Superschick hier ist jetzt leitender militärischer Berater des Sonnenkönigs. Das heißt, dass Leute ihm tatsächlich zuhören müssen. Die Sonne sei den armen Seelen gnädig. Wenigstens sage ich ab und zu mal was, das Substanz hat. Wie bitte? Ich bin beim Zuhören kurz eingeschlafen. Und was ist mit dir, Vanasha? Ich kümmere mich um Nasadi und Itaman. Zwei Drittel Wächterin, ein Drittel... Schlechter Einfluss. Ich wollte Kindermädchen sagen, aber deine Version ist besser. Du als Kindermädchen, seltsam. Itaman hat es gut. Moment mal, ich bin nicht völlig zahm geworden. Nasadi war die Frau des verrückten Sonnenkönigs. Sie hat Feinde. Ich musste einige Anschläge verhindern. Klar, gib's bloß nicht zu. Aber innen drin bist du weich wie ein Seidenkissen. Oh, du hast keine Ahnung. Hä? Oh je. Wir waren gerade bei Itaman? Ja, okay, ich geb's zu. Itaman ist süß, lustig. Und er bewundert mich. Ich mag ihn. Außer wenn er vergisst, sich die Hände zu waschen, nachdem er im Garten hinter dem Solarium Würmer gesucht hat. Ich war seit Monaten nicht in Sonnenfall. Was wurde aus den Schatten, Kaja? Als du die Eklipse ausgelöscht hattest, gab es kaum noch Priester und Offiziere, die die Leute terrorisieren konnten. Avad bot allen Straffreiheit an, die nur unter Zwang gehandelt hatten. Also räumten die Leute die Zitadelle und gaben sie ihm zurück. Das Sonnenreich wurde vereint. Avad wollte, dass Uthid die Garnison dort kommandiert. Aber Hauptmann Knuddels wollte nicht. Gerüchten zufolge wollte er bei mir bleiben, hier in Meridian. Völliger Quatsch, natürlich. Also... Ich weiß. Du musst los. Geh. Fort mit dir. Immer eine Ehre, Streiterin. Immer eine Freude. Und bitte, kleine Jägerin, komm bald zurück und erzähl uns von deinen Abenteuern. Ich bin ruhig geworden, aber ich will von deinen Taten hören. So, genau. Jetzt haben wir mit allen Freunden gesprochen, deswegen ist das optionale Ziel weg. Aber natürlich müssen wir jetzt modifizieren unseren schönen Speer. Also einfach nur X halten hier. Gut, fertig. Okay. Masterüberbrückung installiert. Und was Neues. Um Energie zu speichern und freizusetzen, ein Resonator. Hilft sicher im Kampf. So. Also R1 Nahkampf auszuführen. Leichten Nahkampf und schweren Nahkampf natürlich. Okay, und Wuchtangriff. Aufgeladen. Dann quatschen wir mal weiter. Können wir los? Oder willst du dich noch länger mit deinen Freunden unterhalten? Ich sollte mal los. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von den Tenakt, wie du sagtest. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch, 2 Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Ich regle das. Thank you.
their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine. But the iron won't subside. No matter what I try. Stahl und Funke. Ha! Hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Komm ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja, wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartige. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornröten. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten? Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulvund verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Kettenkranz. Der Arbeitsstopp war seine Idee.
Naja, also ich bin nur auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Du wirst in meinen Rückweg auf den Berg. Hörst du das? Das ist deine Antwort. Wer ist das? Ein Kaja Sonnenmeister. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagt er jedenfalls. Die Gesandtschaft in Fahrlicht? Er ist der, der sie leiten soll. Ha! Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das... Das... Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy! Die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du, die Schrift. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Red? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt sich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen. Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Ha. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist? Das wird es. Vertrau mir. So, das war's erstmal von mir. Heute über 2,5 Stunden schon direkt. Und 2 Missionen haben wir im Grunde gemacht. Und das heißt, wir hätten jetzt dann quasi eine größere Welt hier vor uns, die wir erkunden müssen. Nämlich Forbidden West. Ganz schön groß wieder. Und wir befinden uns hier, ne? Und hätten hier auch schon einiges, ja, zum Auskundschaften dann für nächstes Mal. Ja, ich würde dann erstmal sagen, Leute, macht's gut und wir hören uns.